Willkommen hier zu diesen neuen Videos. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute stellen wir uns mal die Frage, in welchem Alter ist denn das Augentraining überhaupt am besten geeignet? Und diese Frage wird uns sehr, sehr häufig gestellt. Und da kann ich gleich mal vorab sagen, es gibt gar kein perfektes Alter. Denn egal, ob du jetzt in jungen Jahren eine Sehschwäche hast oder im höheren Alter, du kannst deine Augen definitiv in jedem Alter trainieren. Es geht natürlich auch so ein bisschen darum, hast du denn jetzt eine Augenschädigung oder hast du einfach nur eine ganz klassische Sehschwäche? Denn egal, wie alt du bist, die Augen können sich tatsächlich nicht wirklich abnutzen. Sicherlich können sie, wenn du jetzt, sag ich mal, über 100 Jahre alt bist, abnutzen. Erscheinungen aufzeigen, ja, aber es ist ein Normalfall, wenn du jetzt 60, 70 sein solltest, ja, kann man definitiv auch da noch seine Augen und seine Sehkraft verbessern. Es ist auch darüber ein bisschen mit Disziplin verbunden. Man kann seine Sehkraft, wenn man jetzt eine sehr hohe Sehschwäche hat, in gewisser Weise, ja, vermindern, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nur noch ganz dünne Gläser, dass man sagt, okay, das reicht mir auch aus. Ist alles möglich. Und wenn du jetzt so jung bist und sagst, ich habe nur ein, zwei Dioptrien, ich möchte jetzt gar keine Brille mehr haben, ich habe damit Probleme oder ich möchte das einfach nicht, dann kannst du auch diese Sehschwäche komplett wegtrainieren. Und natürlich kannst du auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, was eine Sehschwäche hat, würde ich auch jeden Fall empfehlen, dort auch anzufangen mit dem Augentraining, ja. Denn das Auge, musst du dir wirklich vorstellen, das entwickelt sich ja. Und wenn du jetzt ein kleines Kind hast, was nicht gut gucken kann, dann sollte man wirklich da anfangen, versuchen, dieses Problem auf den Grund zu gehen. Woran liegt es, dass es jetzt ein Augenproblem hat? Entgegen der Meinung, ob das jetzt vererbt ist, muss ich tatsächlich sagen, aus meiner Sicht ist das wirklich eher selten der Fall. Man hat eine Veranlagung, definitiv, gebe ich auch zu. Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die und die Gene und dadurch habe ich jetzt eine Sehschwäche. Denn wir müssen einfach mal auf die Statistiken gucken. Vor 50 Jahren gab es bei Weitem noch nicht so viel Brillenträger wie heute. Das hat einfach auch viel mit unseren Sehgewohnheiten aktuell zu tun. Und ich weiß auch, heutzutage ist man als Kind nicht mehr so oft draußen. Man hat vielleicht früher mal den Zugang zum PC oder zum Handy. Ja, man ist mehr im Nahbereich aktiv und dadurch entstehen auch bei Kindern relativ früh Sehschwächen. Und wie gesagt, wenn das Kind jetzt eine Sehschwäche hat, muss man da einfach versuchen, einen Ausgleich zu finden. Wie gesagt, auch viel auf die Gewohnheiten achten. Aber natürlich kann man auch mit Augentraining anfangen. Da muss man das Ganze natürlich ein bisschen spielerisch verpacken, dass man entsprechend einfach ein bisschen mehr Animation hat. Ja, dass man das vielleicht einzelne Übungen mit einem Flugzeug macht oder mit einem Dinosaurier. Einfach auf das Kind einfach anspricht. Und wenn, entsprechend beim Alter kannst du das natürlich auch machen. Ja, wenn du sagst, okay, das macht mir mehr Spaß, wenn ich hier irgendwelche Figuren hinterher gucke, das kannst du definitiv auch machen, es funktioniert wunderbar. Oder du machst es, wie gesagt, ganz klassisch mit Sehtafeln, ganz steril sozusagen und versuchst das sozusagen so dich Stück für Stück zu verbessern. Da hast du natürlich auch den direkten Vergleich dann wieder, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sehtafel nimmst, wo Buchstaben drin sind und du siehst, okay, nach 2,5 Meter Entfernung sehe ich die 20-40 Zeile relativ unscharf. Ja, dann gehst du mal ein, zwei Schritte vor, guckst, wie es jetzt ist, versuchst dich dann zu verbessern, versuchst ein paar Augentechniken aus. Am nächsten Tag guckst du, ah, plötzlich funktioniert es wieder besser. Gehst wieder einen Schritt zurück, ja. Und dann kannst du dich immer weiter nach hinten vorarbeiten und dadurch kannst du natürlich auch deine Sehkraft locker und einfach verbessern. Und wie gesagt, es hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Es hat eher was mit dem generellen Zustand zu tun. Also hast du zum Beispiel eine Augenkrankheit, die kann man leider jetzt nicht reparieren, ja. Das ist was Dauerhaftes, aber wenn du gesagt, wenn du jetzt mit 50 oder mit 60 anfangen möchtest, deine Augen zu trainieren, das kannst du definitiv machen. Und es gibt auch in unserem Kurs Teilnehmer, die in etwas höherem Alter sind und auch da sensationelle Fortschritte erzielen konnten. Und wie gesagt, deswegen lass dich nicht entmutigen, sondern versuch einfach direkt anzufangen und du wirst schon relativ schnell merken, wie gut Augentraining funktioniert. Wenn dich das interessiert, wie man seine Augen trainiert, dann empfehle ich dir an dieser Stelle auch gerne nochmal bei unserem Kurs vorbeizuschauen. Dort hast du wirklich die Möglichkeit, 24/7 dir deine Übung rauszusuchen, egal was du für ein Augenproblem hast, ob du jetzt kurzsichtig, weitsichtig, hast vielleicht eine Hornverkrümmung, ein schielendes Auge. Also es ist wirklich alles allumfassend quasi dort enthalten. Du hast dann auch alle Sehtafeln zur Verfügung, hast auch nochmal ein Buch, das du dir anschauen kannst. Und wie gesagt, das ist eigentlich das perfekte Training, wie man es schaffen kann, seine Sehkraft von 0 auf 100% zu bringen. Ja? Und damit möchte ich mich dann auch schon wieder verabschieden vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gib dir gerne einen Daumen nach oben, lass auch gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.